Aber ich glaube, damit das hier alles weg ist, fangen wir erstmal damit an, denn dieses Video hat mir der Paul Berger heute geschickt, glaube ich. Die 2022 Community Day Predictions, da kann man bestimmt mal durchscrollen und mal gucken, was für die einzelnen Monate der Herr denkt, dass vielleicht in die Community Days kommen könnte. What's up, guys? Let's get into it. Starting with January, which of course we already know is going to be Sphiel. Sphiel is a community... Yeah, Sphiel, genau. Ich glaube, da kann man auch das Video so durchsappen. Ich will ja nicht hören, was der redet. Ich will ja nur das Bild sehen von dem Pokémon, was er denkt. Februar, C-Day, Hopspross. Februar, also Hopspross. Have the Johto Tour, of course. And Hop. Passt zu Johto, ja. Muss auch mal kommen, dann ist es wenigstens weg. Ist halt jetzt nicht so der Bringer, aber Hauptsache Spaß, ne? It will be a new shiny during the Johto Tour. So what I think they're gonna do is they're actually gonna give it a Community Day in February. Couple moves, I think they will give Jump. In rosa Swattebausch. Sieht doch richtig genial aus. Jetzt ist er leider... Die Moves gucken wir uns nicht an, was der da für Moves kriegen kann oder alles. Die Moves sind komplett egal. Wir gehen direkt auf den nächsten März. So, was haben wir denn im März? Läufeo. Was ziemlich neu ist. Aber gut, bei Läufeo gibt es natürlich männlich-weiblich den Unterschied, dass sie sehr anders aussehen. Also da mehrere, auch wenn man es nur einmal entwickeln kann, hätte man vielleicht trotzdem, bräuchte man drei und hat trotzdem im Prinzip drei verschiedene. Also Läufeo, ja, wahrscheinlich auch wieder kein nützliches Pokémon, aber muss auch mal reinkommen. Sieht ja ganz interessant aus. Seht ihr ja männlich-weiblich, der männliche hier mit dem... Boah. Hier der männliche mit der Nicolas Cage Frisur, der weibliche mit der aktuellen Ramses Frisur, also sieht alles gelb aus. Ja, nicht so krass jetzt, ja. April. April, oh mein Gott, guck dir das an. April prediktet er, dass ein Starter wieder reinkommt. Endlich ein Starter. Und das ist, habe ich den Namen vergessen. Ist auf jeden Fall statt der Grün einfach nur braun. Ist, wenn es älter liegt, ist es nicht mehr grün und saftig, sondern wird es braun. Ich will die ganze Zeit sagen Otaro, aber Otaro ist ja der Otter. Das ist hier der wie heißt der denn hier, Mann? Der... Das Ding halt. Das ist mir zu neu. Habe ich mir den Namen nicht. Igamaro, genau. I und O habe ich ja schon mal richtig gehabt. Also vorne und hinten. Igamaro. Dass die Starter irgendwann alle natürlich da kommen, ist ja klar. Erst ab April, der erste wieder. April, Mai, Juni, Juli, August. Den könnte man natürlich auch machen. Das ist Sing. Hier sieht dann auch lustig aus. Hat ja die bekannten Siedeer-Taggen. Brauchst du jetzt nichts anderes erwarten. Die Zwischenstufe zeigt er leider nicht. Jetzt kommt er hier im Mai. Im Mai zeigt er uns an. Da ist ein Weilmar und da ist ein FM. Weilmar, ja, ist an sich auch kein nützliches Pokémon. Weilmar gibt es schon ewig lange als Shiny. Weilmar, Wailord sehen auf jeden Fall lustig aus, aber ja, für ein C-Day hätte ich die jetzt nicht unbedingt gemacht. FM hingegen wäre natürlich sehr cool, ist auch relativ neu. Viele freuen sich, dass sie ihre Bonbons dann sicherlich zusammenkriegen würden, wenn davon mal ein C-Day käme. Und das Shiny, ich glaube, so eine Shiny-Farbe haben wir noch nie gehabt. Was ist das? Das ist Pistazie. Das ist Pfeffi, Minz, Pfefferminz. Das ist, ja, weil wir sonst nichts zu tun haben. Boom. FM wäre geil. Jetzt muss ich mal hier... Toketic oder Togepi-C, der wäre auch so geil. Hopspross. Classic Bisasam. Viel mehr als Seemobs. Ja, ihr mal mit eure GBL-Pokémon. Ja. FM. Aber ich glaube, FM wäre auch irgendwie zu früh. Ihr seht ihr nochmal, wenn das dann entwickelt ist, ne? Also ist schon ein interessantes Pokémon, muss man sagen. Jetzt sind wir schon im Juni. Und im Juni zeigt er hier... Kapuno. Also Kapuno hätte man die ganze Zeit gesagt, jo krass, ultra seltenes Pokémon. Kapuno hat natürlich jetzt auch ein bisschen an Wert verloren.
Ist aber trotzdem nicht so, dass man jetzt komplett überschüttet wurde mit Capuno. Also Bonbons XL sammeln ist da trotzdem eine gute Sache. Diese grünen Teile feiern die meisten Leute ja sowieso. Für den Juni so Capuno mit rein, Trigefalo alles hier als in grün. Ist, glaube ich, das erste wirklich nützliche Pokémon von den ganzen, die sie bis jetzt gezeigt haben. Ist auch ein guter Unlichtangreifer, glaube ich. Aber wäre für mich jetzt nicht so interessant, weil es halt nicht neu ist. Ich stehe auf neue Sachen. Ich brauche neue Sachen und nicht andere Sachen. Und dann irgendwie, dieses Konzept ist ja auch über den Haufen geworfen, wenn der im April Igamaro gesagt hat. Und dann müsste ja eigentlich im Juni hätte ein anderer Starter kommen müssen. Aber vielleicht kommt der Starter im Juli. Zack, denn im Juli prediktet er Phynx, den Fuchs, der nicht einfach nur wieder ein bisschen heller ist, sondern irgendwie in einem Grau serviert wird. Grau-Silber mit roten Ohren. Der sieht cool aus, also der gefällt mir. Ja, der wird auf jeden Fall kommen. Natürlich wird er kommen irgendwann. Ob es dieses Jahr noch ist, ob es im Juli ist. Juli ist mein Geburtstag hier, mein Geburtstagsmonat. Da möchte ich was an, da möchte ich Shiny Raupi C-Day haben und nicht mehr singe, weil man nicht. Nix, Türkis, Grüne am besten, Schitscheri, Gri, Lichte, gibt's ja auch noch nicht als Shiny. Vielleicht Oktober C-Day, wie wär's denn damit? So, Milzer machen. Nein, Milzer darf niemals kommen. Milzer braucht man nicht. So, gibt's hier auch, haben sie da ein Bild noch drin von hier. Zack, der Fuchs hat einen Rock an. Aha. Ja. Sag mal, im August, Remake Community Days. Was holst du hier rein? Dratini? Dragoran? Was? Noch was? Pikachu? Mach mal im August Pikachu C-Day, das wär's doch, oder? Da würden sich doch die meisten freuen. Damit jeder endlich ein Shiny Pikachu hat, dass wenn ich mal ein Shiny Pikachu mit Kostüm verlose, der gegenüber sagt, ich hab schon ein Shiny registriert, es ist ein günstiger Tausch. Es gibt immer noch Leute, die noch kein Shiny Pikachu haben. Gibt's jemanden aus dem Chat, der kein Shiny Pikachu hat? Dann schreibt's mal rein. Ansonsten also ja, für August sagt er hier Remakes, vielleicht Dratini oder Pikachu, also naja. September. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Starter. Jetzt haut er hier wieder den Frosch aus der Hose, ne? Ich habe keins Ich? So viele? Ernsthaft? Marco Diablo mit dem dreckigen Lachen dahinter. Ich glaube, der Marco Diablo hat so viel, der kann jedem hier eins abgeben. Sorry für die Caps. Sorry für Caps. Echinai. Die neuen Shinies sehen alle besser aus, ist halt auch technisch nach 25 Jahren mehr möglich als grün, rot oder gold. Ich meine, er ist jetzt hier nicht so spektakulär, er ist jetzt hier auch wieder ein bisschen heller einfach nur. Da finde ich die anderen zwei schon deutlich interessanter, als sie diesen anders eingefärbt haben. Das, ja, was ist das mit dem Bild? Hier sieht das doch ganz anders aus. Ich muss ein Stück zurück. Schwarz. Was? Ja, wie sieht das denn jetzt aus als Shiny? So nicht. So auch nicht. Bruder. Ich schwöre. During the community, because it is the starter community move, and who knows, maybe they'll really. Ach so, als es reingeflogen ist, war es kurz heller und ist dann so. Ne? Da fände ich das Schwarze, sehe auf jeden Fall richtig fresh aus. Das an sich nicht. Oktober! Oh, habt ihr doch. Das wolltet ihr doch haben unbedingt. Oktober. Und was habt ihr Oktober hier? Lichtl! Ich glaube, ich mache ein Video. Und mach das alles hier, was ich jetzt gemacht habe, einfach nochmal als Video und dann guckt es wenigstens jeder fertig. Also, Lichtl im Oktober wäre natürlich sehr passend. Sieht ja auch richtig brutal aus, statt diese lilanen, geistigen Fontänen, dann plötzlich diese roten Feuerfontänen drüber. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ja, warum nicht? Hat er noch eine andere Idee? Oktober? Was? Die komischen. Ich hab's heute gar nicht mit Namen, oder? Schlimm heute. Die komischen als Shinies
musste jetzt nicht. Obwohl, na gut, manche haben die jetzt noch nicht. Da konntest du dir vielleicht einen 100er dann gönnen. Sehen ja auch lustig aus. Sieht auch aus wie kleine Gespenster für Oktober. Aber das Quabbeln in C-Day bekommt, ey, da finde ich trotzdem Lichtel irgendwie wahrscheinlicher. Obwohl, die sehen schon interessant aus. Aber die können sie auch mal in einem Event irgendwo einführen. Golbit, Golgantis vielleicht hier ein Kandidat, ne? Aber nee, wir wollen Lichtel haben. Lichtel gibt uns Lichtel. Am Ende vom Oktober wird hier auch noch das reingeschoben. Ich dürfte wieder den Namen reinpressen, damit ich Bier trinken kann. Schwarz wäre mega. Max Sachs. Wie das Max Sachs Shiny aussieht, weiß ich leider gar nicht. Und das von Ash hier, Molly Morba, genau, Lichtelier. Molly. So, Bier wieder weg. Molly Morba, ja, das hat irgendwie, erinnert mich ein bisschen hier an den Fuchs, an Rutena oder wie das heißt dann, wenn der sich weiterentwickelt, hat auch so einen Rock an, sieht nur anders aus. Erinnert mich dran, sieht anders aus, fertig. November, Oktober, November. So, was haben wir im November? Was will da raus? Praktibalk. Weil er jetzt gelernt hat, dass Shinux kein Raid- und Ei-exklusives Pokémon mehr ist und sie auch Shinux aus dem Raid und Ei einfach in den C-Day stecken. Und dann könnte man es also nächstes Jahr mit Praktibalk genauso machen. Da ist dasselbe Ding wie mit Shinox. Shinox, ich hatte die Shiny-Familien voll. Ich habe damals immer viel geradet. Bei Praktibalk habe ich auch die Shiny-Familien voll gehabt. Und habe viel geradet. Aber ich habe natürlich keinen 100er. Ich hatte keinen 100er Shinox. Ich habe keinen 100er Praktibalk. Das wäre natürlich mega fett. Aber irgendwie auch nicht. Weil du ja es trotzdem... Na gut, doch, nee. Du kannst es ja trotzdem entwickeln, du brauchst halt nur mehr Bonbons. Ne? Ist ja keine reine Tauschentwicklung. Du kannst es ja durch einen Tausch kostenlos dann entwickeln oder halt mit 200 Bonbons statt 100. Also Praktibalk würde ich auch feiern. Mal ein Meistergrief 100% auf Level 50 zu ziehen, wäre auf jeden Fall ein Ziel. Wäre auf jeden Fall eine fette Sache. Da geht es dann gar nicht um Shinies, da geht es wirklich dann nur um ein dickes, fettes Pokémon. Was auch in diese Kategorie zählen würde, wäre Klick. Ja, Klick, Klick, Klack, Klick, die Klack, wie auch immer, keine Ahnung. Familie Shiny ist auch voll. Ich habe, glaube ich, sogar 200er geschlüpft damals, brütet oder irgendwas. Nee, einer ist aus dem Lucky Trade entstanden, da noch ein 100er mit. Also Klick würde ich jetzt nicht so stark finden wie Praktibalk. Aber so wäre Praktibalk wenigstens noch wertvoller und präsenter. Jetzt haben wir hier Wildcards, hat er noch aufgeschrieben, also noch Beispiele, die vielleicht sinnvoll wären, aber nicht direkt einem Monat zugeordnet sind. Hat er also Staralili hier irgendwas am Start, also unsere kleine Shenaya, hier Togetic wird noch aufgezeigt, wo man natürlich auch wieder das Baby dann in die Eier bringen kann und den Rest so wild spawnen und ist natürlich auch mit einem Sinostein wieder dann entwickelbar hier. Quapsel mit Quappo. Wachst so alles durch Steine, durch alles Mögliche. Ist halt alles nichts Neues. Magnezone auch nichts Neues, aber passt auch zu der Sache mit Magma und Electek, wo eben auch dann... Oh, Milzer. Milzer, joa, darf dieses Jahr nicht kommen. Selbst wenn es erst im November kommen würde, kein Milzer bitte. Lass das Milzer erstmal da, wo es ist. Der sieht auf jeden Fall heftig aus, der sieht krass aus, ja. Also Milzer, das wäre wahrscheinlich das Highlight. Wenn Milzer da wäre, kann nichts Besseres kommen, sozusagen, als C-Day. Aber, ja, sind auf jeden Fall interessante Überlegungen. Ich lasse auch mal hier ein Like da und komm, scheiß drauf. Wir schmeißen es einmal kurz hier in den Chat rein. Könnt ihr aber kurz einen Kommentar hinterlassen oder einen Like oder irgendwas anderes. Also Milzer kann ja kommen, aber bitte erst dann am allerletzten Tag von Pokémon Go, bevor die Server runtergefahren werden, können sie Milzer bringen. We'll be right back.